Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Hier heute spielen wir gegen Augsburg und noch einer Mannschaft. Einmal gegen Augsburg und gegen Gladbach als Gastspiel. Also das sind unsere zwei Partien, die wir heute spielen werden. Augsburg werden wir simulieren und Gladbach werden wir spielen. Ich bin mal richtig gespannt, wie wir gegen Gladbach auftreten. Aber Augsburg ist auch wichtig, dass wir da auch direkt wieder reinkommen. Izetajrovic hat sich ja gemeldet und möchte unbedingt heute spielen. Sollen wir... Ich weiß nicht, ob wir das durchziehen sollen mit Izet. Ist ein guter... Ich denke mal, wir werden ihn für diese Partie einfach mal reinbringen. Berg, ja. Bleibt erstmal raus. Ich denke, man sollte... Immer schön vorsichtig mit den Spielern bleiben und nicht direkt so viele Einsatzzeiten geben, denn auch andere wollen mal eingewechselt werden. Ich denke mal, so können wir die Mannschaft ins Spiel lassen, oder? Kruse, Pizarro, das passt schon. Gegen Augsburg könnten wir was holen, hoffe ich auch. Wolfsburg hat gegen Augsburg gewonnen. Come on, come on, das muss jetzt was werden. Gegen die Augsburger, es wird schwierig. Aber wir haben eine sehr gute Mannschaft eigentlich. Noch ist nichts passiert, 60 Minuten lang, Götze kommt jetzt rein in die Partie. Junuzovic trifft per Elfmeter, hoffentlich reicht das. Es reicht, 1:0 Sieg zu Hause gegen Augsburg. Was ist denn los mit Bremen? Also zwei Tore geschossen, 0 Gegentore, es läuft. Junuzovic ist einer der Besten momentan bei Bremen. Götze ist eingekommen und macht auch wieder super Partien, also es läuft sehr gut. Dropny also ohne... Gegentor jetzt hier. Also wenn wir so weitermachen, können wir viel erreichen, aber es sind erst die ersten zwei Spiele gespielt worden, also von daher sollten wir nicht zu optimistisch rangehen, aber wir können auf jeden Fall schon mal zufrieden sein mit der Leistung hier von unserer Mannschaft. Wir sind auf Platz 3 jetzt. Caldirola und Izetajrovic haben gespielt. Das ist doch immer schön. Und wir gehen weiter zum Gladbach-Spiel. Nationaltrainer werden wir auf jeden Fall auch machen. Das steht fest. Aber jetzt spielen wir erstmal gegen die Gladbacher. Haben die Bayern schon wieder gespielt? Nee, die Bayern spielen noch. Sind ganz unten drinne. Aber die kommen natürlich wieder, das steht fest. So. Chile und USA sind an uns dran, okay. Interessant. Dann gehen wir nochmal auf die Finanzen, weil ich das schon letztes Mal gesagt habe. Hier haben wir Trikotverkäufe. Am meisten Kruse, Junuzovic und Sané. Also Salif Sané. Stadionunterhalt. Spielergehälter und so weiter. Also so sieht das alles aus. Und jetzt gehen wir auch endlich in das Spiel gegen die Gladbacher. Vielleicht holen wir uns schon wieder einen Sieg. Wer weiß das schon. Wir werden mal im lila Dress spielen gegen die Weißen. Ich würde sagen, die Mannschaft ist fit. Endo ist nicht so fit. Sané ist auch wieder fit, dann kann er ja für Endo spielen. Endo tue ich mal auf die Bank, weil er eigentlich schon sehr wichtig ist für uns. Johansson raus. Götze spielt auch wieder von Anfang an. Genauso diesmal wie Serge Gnabry und Oliver Berg kann für Kainz spielen. Würde ich sagen. Und Kainz kommt mit für Moisander sowie... Klaus kann auch mitkommen. Und ich will auch mal gerne den Sasaki mitnehmen, weil er vielleicht auch was bringen kann. Also direkt mal ein paar Spieler mit von der Partie, die sehr wichtig sein könnten gegen Gladbach. Vor allem Götze, den wollen wir ja heranbringen.
Oder heranführen an die Profi-Welt. Sein Bruder Mario hat es ja schon sehr gut bewiesen, dass er weit kommen kann. Vielleicht auch der Felix. Jetzt spielen wir gegen die Gladbacher im dritten Saisonspiel der Liga. Oder der Saison. Ja, haben wir denn eine gute Chance gegen die Gladbacher? Das ist die Frage. Ich würde sagen, naja, also wir haben auf jeden Fall eine Chance, weil wir die ersten zwei Spiele sehr gut gespielt haben. Gegen die Bayern und gegen Augsburg jeweils 1:0. Also momentan noch kein Gegentor. Also warum soll es nicht klappen gegen Gladbach? Aber Gladbach spielt so guten offensiven Fußball, dass das nicht so einfach ist, heute einen Sieg herauszuholen. Max Kruse und Stindl werden verglichen. Zwei super Mittelfeldspieler, Kruse früher in Gladbach gewesen. Hier sehen wir ihn. Max Kruse, der hier auf jeden Fall ein Mittelfeldstar ist. Auf jeden Fall Sippel im Tor. Oh Gott, das ist sehr offen, wie die spielen. Sippel ist im Tor, nicht der Sommer, ist der verkauft worden? Kann ja sein, ich weiß es nicht. SV Werder im Mittelpunkt natürlich Berg, der gegen Bayern das schöne Tor geschossen hat. Mal schauen, wie das wird. Gehen die Gladbacher. Let's go. Gladbach ist ein anderes Kaliber. Die spielen so ähnlich wie Borussia Dortmund, finde ich. Sind offensiv sehr, sehr stark. Götze. Garcia. Und Gladbach, ja, Fehlpass. Garcia befreit sich erstmal mit einem langen Ball, der jetzt weiter auf Gnabry. Schöner Pass. Bremen kann zum Überraschungsteam werden in dieser Saison, aber dafür muss noch einiges geschaffen werden. Sané. Kramer. Oh, da kommen sie. Mit Stindl. Schön gedeckt von Gebre Selassie. Und jetzt den Turbo anschalten irgendwie. Bei Gnabry. Kommt er da vorbei? Nee. Hahn. Auch kein langsamer. Hahn macht das gut. Keine schlechte Chance. Erste Möglichkeit für die Gladbacher. In der 15. Minute durch Stindl. Da ist Bremen nicht so sortiert gewesen hinten. Das sah nicht gut aus. Aber Glück gehabt. Salif Sané muss da schon irgendwie die Führung übernehmen hinten. Wieder Fehler, Santiago Garcia. Das geht nicht. Gegen Gladbach doch nicht. Hahn jetzt. Oh, das macht er stark. Und Rodny hält uns im Spiel. Felix Götze noch nicht drinne. Obwohl, das war der Fehler von Sané diesmal auf jeden Fall. Aber Rodny ist da zum Glück. Oh, den spielen sie auch ganz frech. Kramer. Nächste Möglichkeit. Gladbach. Wieder Rodny. Das meine ich. Die Mannschaft spielt ganz anders. Drimmitsch, guter Schuss, aber Drobny ist erfahren. Und kann uns im Spiel halten. Schulz. Wieder eine gute Möglichkeit für die Gladbacher und Santiago Garcia hinten. Jetzt erstmal raus mit dem Ball. Also so schlecht dürfen wir hinten auch nicht stehen. Und so nachlässig sollen wir auch nicht sein. Gnabry verliert den Ball.
Gladbach kann wieder sich gut durchkombinieren und eventuell das Tor erzielen. Kein Abseits. Kein Abseits. Raus. Pizarro kriegt den nicht. Dahoud. Oh mein Gott. Christensen. Die spielen das so gut. Jetzt aber mal der Konter. Kruse. Oh. Sané. Oh, der kommt an. Berg. Der schnell. Berg. Oh, den wollte ich nochmal rüberlegen. Also, Wahnsinnsoffensive bei Borussia Mönchengladbach. Oh, schön verarscht. Kruse und die Chance zum Tor. Ja, Offensivfoul gegen Sippel. Richtig entschieden. Wir gehen jetzt mal defensiv, weil das ist echt gefährlich, wie wir spielen gerade gegen Gladbach. Jetzt kommen schon wieder die Gladbacher. Das kann ja nicht sein. Götze, schön. Konter mit Kruse und Oliver Berg, der jetzt schön vorbeiläuft. Oliver Berg. Ah, oh, Christensen. Mahmoud Dahoud. Kramer. Kramer, der kommt nicht. Junosovic. Spielt auf Gnabry fast. André Hahn. Gladbach kommt schon wieder. Bitte kein Gegentor vor der Halbzeit. Sané macht das ordentlich. Selassie sieht Berg. Und der kann den Ball ruhig gewinnen. Nee, will er nicht. Stindl gegen Garcia jetzt. Stindl. Nein. Nein. Das war so klar. Gladbachs Überlegenheit war deutlich zu sehen und hat man auch gespürt. André Hahn mit dem Tor. Ja, ist stark gemacht. Erstes Saisontor für André Hahn. Garcia kommt dann nochmal mit Tempo. Vielleicht nochmal mit einer Flanke. Kruse. Nee. So, das war's. Das war die erste Hälfte. Ja, wir hätten ein bisschen besser starten können. Gladbach dann durch Glück nochmal. Ja, nicht Glück. Durch Können. Dann vor der Halbzeit nochmal mit dem Tor, was unglücklich war für uns und somit sind wir hinten. Schade, aber wir sind überhaupt nicht in der Partie. Wir sehen uns dann in der zweiten Folge wieder, dann geht es in die zweite Halbzeit.